Hey Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet zum nächsten Crashkurs für die JF-17. Wir nähern uns im Verlauf des Crashkurs so langsam den gelenkten Luftbodenwaffen und dazu brauchen wir auch so ganz langsam den Targeting-Pod als nächsten Sensor. Nachdem wir in einem der letzten Teile schon auf die Schnelle mal eben das HUD als Sensor besprochen haben und auch schon mal SOI und SPI und sowas erwähnt haben. Als Targeting-Pod haben wir den WMD-7 dabei, das ist ein chinesischer Targeting-Pod. Jetzt aber keine Angst bekommen, der ist extrem ähnlich zum Lightning der Viper, Hornet und Warthog oder zum Lantin der F-14. Wenn ihr also euch mit einem der beiden Targeting-Pods schon auskennt, dann werdet ihr mit dem WMD-7 so ziemlich direkt klarkommen. So, ich mache erstmal das Radar hier unten auf Standby, das brauchen wir gerade eh nicht. Ich möchte den Targeting-Pod aufrufen. Dazu nehme ich mir irgendeines der drei MFDs und drücke den Knopf unten in der Mitte, den OSB. Das bringt mich immer zum Menü und hier suche ich mit OSB 5 die Pod-Page auf. Wir haben nämlich nicht nur einen Targeting-Pod, wir können auch noch andere Pods mitnehmen. Unter anderem zählen die TV- bzw. Infrarotsensoren der C701 als Pod, warum auch immer, aber da kommt man hier drauf. MIL ist für den Datalink-Pod für die C802, den gucken wir uns an anderer Stelle an. Wir möchten den WMD-7 aufrufen. Einmal drauf gedrückt und wir sind im WMD-7 drin. Cool, das ging schnell. Begrüßt werden wir damit, dass der WMD-7 ausgeschaltet ist. Das heißt, wir müssen ihn erstmal anmachen mit OSB-2. Einfach mal drauf drücken und schon ist er an. Wenn ihr die Pod-Seite vom WMD-7 aufruft, kann es sein, dass ihr mit diesem Bildschirm hier begrüßt wird. Das zeigt euch einfach nur an, dass sich der Pod gerade noch selbst ausrichtet und wie lange das noch dauert. Die Zeit müsst ihr halt einfach ablaufen lassen und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann landet der auch gleich auf genau der grauen Seite, auf der wir jetzt gerade eben waren. Irgendwie möchte in diesem Flugzeug sich so ziemlich jedes System irgendwie eine gewisse Zeit lang ein bisschen ausrichten. Wartet die Zeit einfach ab und schon landet ihr auf genau der grauen Seite hier. In dem Zustand, in dem der Pod jetzt ist, ist er gecaged. Das heißt, die Sensoren sind quasi nach hinten geklappt, also die Kameras sind quasi nach hinten geklappt. Das ist immer so ein Status für Start und Landung, damit die empfindlichen Objektive einfach vor Foreign Object Damage geschützt sind. Um den Pod zu uncagen, drücke ich einfach diesen OSB hier, da steht schon Cage daneben, einmal drauf gedrückt und ich sehe ein Bild. Cool, das ging schnell. Möchte ich jetzt den Pod wieder cagen, also wieder in diesen Zustand versetzen, dass die Kameras nach hinten gucken und geschützt sind, kann ich einfach auch ohne Beschriftung auf diesen OSB drücken und schon ist er wieder gecaged. Das möchte ich aber gerade nicht, ich möchte euch ja zeigen, was man hier so machen kann. So, jetzt brauchen wir einen Knopf, damit wir dieses MFD auswählen können, um den Pod zu steuern. Mit anderen Worten, ich möchte den Pod gerade zum SOI machen, zum Sensor of Interest. Ich hoffe, das heißt in diesem Flugzeug auch so. Aber wir hatten das in einem der letzten Teile schon mal. Da habe ich euch kurz gezeigt, wie ihr das HUD zum SOI macht. Und dann haben wir, beim CCRP war das, ne? Genau, beim CCRP haben wir mit dem HUD, mit dem Diamanten im HUD, haben wir ein Ziel ausgewählt. Und genau das machen wir jetzt im Prinzip mit dem Pod. Und zwar zufällig auch mit demselben Knopf. Ich habe euch im CCRP-Teil diesen Knopf hier belegen lassen, S1 Backward, Cycle MFCD, Select Left Center Right. Wir brauchen jetzt noch S1 Left und S1 Right. Gibt noch zwei zusätzliche Stellungen, S1 Forward und S1 Press. Das brauchen wir allerdings gerade nicht. Wir brauchen Left und Right, denn damit schubsen wir dann den SOI, also dieses Sternchen in den MFCDs, nach links oder rechts. Wenn ich mal S1 Left drücke, dann kommt hier unten dieses Sternchen. Mit S1 Right geht das jetzt rüber zum rechten MFD, mit S1 runter geht es, ich glaube, erst zum HUD und nochmal S1 runter geht es ins untere MFD. Das muss ich jetzt alles nicht zeigen, das könnt ihr selber ausprobieren. Aber mit S1 links, rechts und runter kann ich dieses Sternchen wechseln zwischen linken MFCD, rechten MFCD, unterem MFCD und dem HUD. Und was auch immer gerade dieses Sternchen hat, das ist der Sensor of Interest und den kann ich mit meinen Slew Controls bewegen. Die Slew Controls heißen hier T5. T5 ist hier TDC Down, also TDC für Target Designation Cursor, Down, Left,
Right und Up und noch reindrücken zum Aufschalten eines Ziels. Also so heißt es hier. Eigentlich designiert man damit den SPI, den Sensor Point of Interest. Ihr könnt euch das Down, Left, Right und Up auch auf Achsen legen. Und das liegt bei mir gewohnt auf dem Warthog Throttle, TDC horizontal, TDC vertikal. Belegt euch diesen kompletten T5-Switch, insbesondere auch den T5-Press, das werden wir gleich auch noch brauchen. Und mit dem TDC kann ich jetzt den Sensor bewegen. Cool, das heißt, ich kann mich hier schon mal umgucken und mit T5-Press könnte ich jetzt noch den Sensormodus wechseln. Das funktioniert aber nur, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ihr im Air-to-Ground Master Mode seid. Das heißt, eigentlich bevor ihr den Targeting Pod aktiviert und benutzt, geht einmal in den Air-to-Ground Master Mode. Ich mache das jetzt. Air-to-Ground Master Mode, und jetzt muss ich wieder zurück auf Pod WMD7 und da ist er wieder. Und wenn ich jetzt T5 reindrücke, also T5, den Lock Target Ding, dann passiert nichts, weil mit dem Air-to-Ground Master Mode hat auch mein SOI wieder gewechselt. Hier unten fehlt das Sternchen. Das heißt, ich muss einmal einmal S2 links drücken. Und jetzt aber T5 Press. Und wir sehen, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich bin jetzt im Area Track Mode. Das ist der Track Mode des TDCs. Der versucht gerade, diesen Bildausschnitt im Blick zu halten. Und ich bin in der aktiven Pause, deshalb bewegt sich da gerade nichts. Das macht es gerade wesentlich angenehmer und entspannter für mich, das alles zu erklären, während ich nicht auf das Flugzeug achten muss. Und ja, ich kann im Area Track Mode gewohnt weiter rumsluhen. Ich kriege dabei die Range angezeigt. Also dieser Punkt, genau die Mitte des Fadenkreuzes, ist gerade 10,1 nautische Meilen entfernt. Ich kriege die Koordinaten davon angezeigt. Und dieser kleine Punkt hier zeigt mir die Blickrichtung des Kamerakopfes des Pods. Also gerade so ein bisschen nach links und ziemlich weit nach vorne. Genau das gleiche zeigen mir auch diese Ts hier unten und hier links. Achtet mal auf das kleine grüne T unten. Das bewegt sich dabei auch weiter nach links. Und achtet mal auf das kleine T links. Und das bewegt sich nämlich auch hoch und runter. Das zeigt mir also die Achsen des Pods, wohin die gerade gucken. Und wenn dieser weiße Punkt hier in der Mitte, wenn der irgendwann, eigentlich sollte er irgendwann dem Fadenkreuz näher kommen. Okay, tut er gar nicht. Das ist wahrscheinlich gerade 90 Grad runter oder weiter geht's nicht runter. Ich hätte erwartet, der geht noch in Richtung des Fadenkreuzes. Vielleicht kommt das später noch. Nun gut. Ich kann mit dem Pod auch reinzoomen. Einerseits habe ich ein Field of View, hier rechts am Rand sieht man schon Wide. Dann kann ich hier drauf drücken und das wird zum Narrow Field of View. Oder alternativ nutze ich S2. Da könnt ihr euch eigentlich alles mal belegen. Wir brauchen S2 Backward, Forward, Left, Press und Right. Mit S2 Forward und Backward wechsle ich zwischen Wide und Narrow Field of View. Das kann ich mal eben demonstrieren. S2 Forward funktioniert, S2 Backward funktioniert auch. Mit S2 nach links und rechts wechsle ich zwischen Infrarot und CCD. Nur mit S2 links wechsle ich zwischen CCD und Infrarot. Und wenn ich in Infrarot bin, nehme ich S2 rechts, um zwischen Black Hot und White Hot zu wechseln. Cool, das heißt, das Ding hat auch Infrarot. Alternativ, wenn ich keinen Bock auf diesen S2-Switch habe, dann kann ich hier oben die OSBs nehmen. Hier kann ich zwischen Black Hot und White Hot wechseln. Das funktioniert selbstverständlich nur im Infrarot-Modus. Und hier kann ich zwischen CCD, Charge Coupled Device, also einer normalen Kamera, und Infrarot wechseln. Super. Dann brauchen wir noch einen Knopf, so leid es mir tut. Wir brauchen noch T6. Und T6 ist die Radar Antenna Elevation und das hört sich erstmal nicht so an, als hätte das viel mit dem WMD7 zu tun. Aber das steuert beim WMD7 nämlich den Zoom, während es beim Radar wirklich die Radar Antenna Elevation steuert. Entweder nehmt ihr diese beiden Knöpfe oder ihr belegt euch das auf eine freie Achse. Ich habe es mir hier auf eine Achse gelegt. Und wenn ich... Oh ja, da ist es schon gesprungen, weil ich die Achse bewegt habe. Hier kann ich jetzt halt stufenlos zoomen mit dieser Achse und zwar innerhalb des ausgewählten Field of Views. Also ich kann hier auch ins Narrow Field of View gehen und kann dabei noch weiter reinzoomen.
Das also gar nicht so schlecht, wie ich da reinzoomen kann und dann kann ich hier rumsloonen und kann mir irgendwelche Ziele suchen und oh, guck mal, da sind ja sogar schon welche. Und hier unten bewegen sich ja sogar welche. Cool. Wenn ihr die anderen Targeting-Pods kennt, also entweder den Lightning oder das Lantern, dann wisst ihr, dass es nicht nur einen Area-Track-Modus gibt. In dem Area-Track-Modus sind wir gerade. Und nebenbei, der Area-Track-Modus sorgt auch dafür, dass der WMD-7 gerade kontinuierlich den SPI generiert. Ich glaube, dazu suche ich mal eben eine andere Ansicht, um das einmal cool und schön zu zeigen. So, einmal eine andere Ansicht gesucht. Wir sehen im unteren MFD den Targeting-Pod und oben auf dem UFC und links sehen wir Destination Point 40. Da haben wir in den vergangenen Teilen schon gelernt, dass Destination Point 40 immer die aktuelle Koordinate des SPIs ist. Jetzt muss ich natürlich erstmal meinen SOI vom linken MFD aufs untere MFD ändern mit... Jetzt habe ich den Switchnamen vergessen. Ich glaube, S1 war der Switchname. Ach komm, gucken wir es nach. Genau, S1 Backward. Einmal gedrückt, da ist das Sternchen nur hier weg, jetzt ist es oben im HUD, nochmal S1 Backward, dann ist es hier unten und wenn ich jetzt den Targeting Port slew, da ändern sich auf einmal auch die SPI-Koordinaten. Also ihr seht, wie die sich im UFC ändern und auch links im MFCD. Das heißt, der wird durchgehend aktualisiert. An dieser Destination Point 40. Und ich hatte gerade gesagt, wenn es ein Area Track Mode gibt und wenn ihr die anderen TGPs schon kennt, dann könnt ihr euch denken, was jetzt kommt. Es gibt nämlich noch einen Point Track Mode. Und in den gelange ich, wenn ich einfach über einem möglichen Ziel einfach nochmal T5 drücke. Zum Beispiel hier über diesem Humvee. Und dann wird dieser Punkt wirklich getrackt. Also dieses bewegliche Ziel in dem Moment. Eigentlich versucht der WMD-7 automatisch mit einem Druck auf T5 immer in den Point-Track-Mode zu gehen. Wenn er das nicht schafft, geht er in Area-Track-Mode. Wenn ihr das ausprobiert und ihr drückt T5 und es passiert nichts, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder seid ihr nicht im Air-to-Ground-Master-Mode. Das war bei mir immer der Fall. Ich habe mich gewundert, warum... Ich sehe doch hier irgendeine Area an und die ist total nah dran. Da irgendwie nur, keine Ahnung, 7,5 Meilen Land Range oder sowas. Und es passiert einfach nichts. Der ist nicht in Area Track Mode gegangen. Das lag daran, dass ich nicht im Air to Ground Master Mode war. Möglichkeit Nummer 2 ist, ihr versucht, eine Area anzuvisieren, die zu weit weg ist. Ich gehe mal wieder weg von dem Ziel und ich zoome hier auch mal wieder ein bisschen raus. Eigentlich zoome ich jetzt mal komplett raus. Und ich finde das total cool, wie der Targeting Pod versucht... Zu fokussieren, ne? Und wie er es jetzt zum Beispiel auch gerade einfach nicht hinkriegt, dieses Bild zu fokussieren. Ich finde das total super. Wenn ihr versucht, ein Gebiet anzuvisieren, das weiter als, naja, so um die 20 nautische Meilen weg ist, so 21, 22 nautische Meilen, dann, ihr seht hier oben die Range, ne? Sobald ich versuche, irgendwas weiter weg davon anzuvisieren, funktioniert nicht mehr. Da werden die Koordinaten nicht mehr geupdatet, da wird kein SPI mehr generiert. Geht halt einfach nicht. Und sobald ich wieder näher rangehe, muss ich jetzt einmal wieder T5 reindrücken, damit es wieder zurück in den Area-Mode geht. Also das Ding hat nur eine Reichweite von ungefähr 20 nautischen Meilen. So, DST brauchen wir nicht mehr, dann kann ich das Display auch mal wieder groß machen. Und aha, interessant, mit dem Wechseln des Displays hat er einen Fokus auf einmal wieder gekriegt. Ich bin da komplett rausgezoomt, einmal wieder, jetzt muss ich natürlich wieder den SOI aufs linke MFD legen. Und da ist das Sternchen wieder. Und er hat den Fokus wieder verloren, ha, interessant. Und das ist unter Umständen noch Work in Progress. Bringt das was, wenn ich gerade hier drauf drücke? Nee, bringt's nicht, dann spiele ich mal ein bisschen mit dem Zoom, das hat's bei mir sonst immer gemacht. Da ein bisschen minimal reingezoomt, schon hat er den Fokus wieder, perfekt. So, wir sind im Area Track Mode und die Range kommt durch. Jetzt verliert das wieder. Ich zoome mal relativ nah rein. Mit fast vollem Zoom habe ich immer ganz gute Erfahrungen gemacht, was das Fokussieren angeht. Und ich gebe ihm hier auch mal was Richtiges zum Fokussieren. So. Die Range kommt hier vom Laser. In dem Targeting-Pod ist auch ein Laser drin und der macht automatisch immer ein Laser-Ranging. Dafür sieht man hier öfter mal das LSR aufblinken, hier. Für LS für Laser und R für Range.
das ist hiermit auch so mehr oder weniger gemeint, denn der Laser würde automatisch feuern, wenn eine Waffe abgeworfen wird. Ich kann den Laser aber auch manuell feuern. In anderen Flugzeugen muss man dazu in manuellen Modus wechseln und dann immer irgendeinen Knopf drücken, damit der Laser manuell feuert. Das ist hier nicht so. Und das Laser-Ranging ist immer aktiv, dagegen kann ich gar nichts machen. Und sobald ich hier einmal drauf drücke, geht es in den Manual-Modus und hier steht jetzt LSD. Das hat nichts mit irgendwelchen Partydrogen zu tun, sondern steht für Laser Designate. Und das Blinken heißt, der Laser feuert gerade und zwar kontinuierlich. Also mit einem Druck auf Auto lasst ihr den Laser feuern und zwar auf dem Code 1688. Das LSR, wie gesagt, nur für Laser Ranging. Und den Code 1688 kann ich ändern über den OSB hier, Code, einmal draufdrücken und ich gebe ja über das MFCD die Codes ein. Hier überlappen sich die Labels noch ein bisschen, aber man kann sich denken, was dahinter steckt, dass hier eine 2, hier eine 3, hier eine 4 und hier eine 5 steht. Und hier kann ich den Code einfach ändern, zum Beispiel auf 1677. Wenn ich hier irgendwas eingebe, was keinen Sinn ergibt, dann wird die Eingabe schlicht und einfach auch nicht übernommen. Hier gelten die üblichen Beschränkungen für Lasercodes. Dann gibt es noch einen Laser Spot Search. Das ist dieser Modus hier. Da kann ich drauf drücken und ja, dann sucht der jetzt halt rum. Okay, damit der Laser Spot Search hier auch mal was findet, habe ich mir mal schnell einen JTAG hier in die Pampa gesetzt und dem sage ich jetzt, er soll einfach mal lasern. Der JTAG lasert auch auf 1688. Wenn er das nicht tun würde, müsste ich hier mit dem Code das Ganze noch umstellen. Aber der ist auf 1688, von daher lasse ich den hier. Und einmal LSS gedrückt. Gerade off. Jetzt Search. Jetzt DET für Detect und TRK für Track. Und das heißt, der ist jetzt direkt auf dem Ziel. Hier kann ich ins Narrow. Kann ich gerade nicht, wahrscheinlich muss ich den LSS-Modus erst wieder beenden. Aber dann bleibt der da drauf, ins Narrow. Oh, ich war schon im Narrow, okay. Dann sollte ich jetzt hier reinzoomen können. Da sehe ich die Ziele und direkt in den Point Track und schon habe ich das Ziel gefunden, was gelasert wurde. Und zu guter Letzt habe ich am linken Rand noch Einstellungen für Gain, beschriftet mit G und L, beschriftet mit Level. Und damit kann ich das Bild halt, naja, für mich gut sichtbar machen. In der ein oder anderen Situation musste ich das auch schon mal benutzen, weil die Lichtverhältnisse echt schrecklich waren. Hier jetzt finde ich es gerade mit den Standardeinstellungen am besten, aber wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt gerade echt absolut nichts erkennen, spielt hiermit mal ein bisschen rum. Hiermit kann man es echt teilweise besser sichtbar machen. Und vor allen Dingen im Infrarotbereich kann man hiermit noch einige Sachen rausholen, wie ich finde. Aber nun... Gut, das waren eigentlich die groben Einstellungen des WMD7. Eine Sache haben wir noch nicht gemacht und zwar oben das SP. Das SP steht für Snowplow, also Schneepflug. Das heißt so viel wie, ich habe keine Ahnung, woher dieser Begriff kommt und ich kann mit dieser Metapher auch ehrlich gesagt nichts anfangen, aber das heißt so viel wie, der Targeting-Pod ist für sich selbst verantwortlich. Mit dem kann ich rumsuchen und ein Speed designieren, wie ich lustig bin. Daneben gibt es noch einen Slave-Mode. Da ist der Targeting-Pod auf irgendwas anderes geslaved. Zum Beispiel, also damit ist der Targeting-Pod nicht für den SPI verantwortlich, sondern guckt sich den SPI von einem, der von einem anderen System kommt an. Das kann ein Wegpunkt sein, das kann ein über den HUD designierter Punkt sein oder vom Bodenradar oder sogar vom Luftradar. Also wenn ihr mit dem Luft-Luftradar irgendwie ein Ziel im Single-Target-Track aufschaltet, könnt ihr den Targeting-Pod in den Slave-Mode schalten und seht dann dieses aufgeschaltete Ziel, was ziemlich cool für Visual Identification ist. Das machen wir jetzt auch nochmal eben. Und dazu hole ich mir aber eben mal wieder zwei Displays ran, weil ich gerade das Luft-Bodenradar gerne benutzen möchte. Ich kann natürlich jetzt auch schon den Targeting-Pod einfach mal auf Slave schalten. Und das springt dann auf meinen gegenwärtigen SB, der nicht vom Targeting-Pod kommt. Und das ist mein Wegpunkt. Mein Wegpunkt 1, den ich mir irgendwo in die Pampa gesetzt habe, der liegt irgendwo hinter Batumi. Und da sehen wir ziemlich genau, wo der liegt. Und der ist jetzt halt fest auf dem Wegpunkt. Ich kann aber nach wie vor mit dem Targeting-Pod als SOI rumsloon und kann jetzt auch wieder in Area-Track-Mode gehen und dann wird mein SPI auch wieder umdesigniert. Ihr seht im UFC oben immer noch DST40, auch wenn man die Zeile da oben drüber nicht sieht, aber das sind die Koordinaten meines SPIs. Hier werden sie durch den Targeting-Pod geupdatet.
Wenn ich mir jetzt denke, das Rumsluhen war doof, dann kann ich einfach mit dem Knopf S2 Press mit der Funktion Unlock Target einmal den Area Track Mode deaktivieren. Ich habe den gerade gedrückt, ich bin nicht mehr im Area Track Mode. Und wenn ich nochmal drauf drücke, geht es zurück zu meinem ausgewählten SPI und zwar zu meinem Wegpunkt, also das, worauf er eigentlich geslaved war. Ich mache jetzt mal einfach ohne weitere Erklärung das Bodenradar an, auch wenn das leider gerade ein bisschen flackert. Aber ich möchte euch zeigen, dass wenn der Targeting Pod geslaved ist und ich das Bodenradar mal zum SPI mache, dann kann ich hier Ziele designieren mit dem Bodenradar, wie ich lustig bin. Und der Targeting Pod, der guckt dahin, der ist da wirklich drauf geslaved. Immer wenn ich hier mit dem Bodenradar irgendwas designiere, dann guckt der dahin. Das ist schon ziemlich cool. So, das mache ich jetzt erstmal wieder aus. Das nervt ja total. Dieses Flackern wird sicherlich noch irgendwie korrigiert. Ich schiebe das gerade total auf Early Access. Cool, damit haben wir eigentlich den Targeting Pod durchgesprochen. Ah ja, was passiert, wenn man im Snowplow Mode S2 reindrückt? Dazu gehe ich nochmal in den Snowplow Mode. Ich mache das linke MFCD wieder zum SOI. Und zoome hier einfach mal ein bisschen rein. Nee, ich zoome mal ein bisschen raus. Und Area Track Mode. Und wenn ich jetzt S2 reindrücke, dann... Na, bleibst du stehen. Und wenn ich jetzt S2 reindrücke, dann wird erst wieder der Area Track Mode deaktiviert. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, geht er zurück auf seine Ausgangsposition. Ich nehme mal die aktive Pause raus. Denn das Ding ist übrigens auf den Horizont stabilisiert. Ich finde, das sieht immer irgendwie ganz cool aus, wie sich die Flugzeugnase da drumrum dreht. Das ist der Snowplow Mode. Und auch wenn ich hier hoch und runter gehe, das Ding ist wirklich auf den Horizont stabilisiert. Ich hab noch nicht ganz rausgefunden, wofür das nützlich sein könnte, dass das wirklich immer auf den Horizont zeigt und nicht in Richtung irgendwie meiner Nase oder sowas, aber nun gut. Okay, damit haben wir den kompletten Targeting-Pod bzw. die Funktionen davon einmal durchgesprochen. Mit Blick auf den Tacho hat das ja sogar länger gedauert, als ich dachte, aber damit sind wir bestens vorbereitet für die nächsten Teile, wenn es um gelenkte Waffen geht. Cool, ich wünsche euch viel Spaß dabei, den Targeting-Pod auszuprobieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!